Dear students, dear colleagues, liebe Universitätsangehörige, wir fangen heute wieder auf Englisch an und fahren in etwa einer Minute auf Deutsch fort. The summer semester has begun. Thanks to all of you for contributing and participating in this very unusual mode of operation. We get a lot of positive feedback. We also get some negative feedback, which we address right away. But overall, I can say just about 80% to 90% of our lectures and seminars are taking place in this digital format. Thank you all very much for making this work. The administration will resume restricted operation next week, but still I would like to ask you all, if you can do business by telephone, by email, let's stick to these non-personal modes before we start increasing our personal interactions again. The libraries will reopen on Monday, also in a restricted form, starting with the library in Golm, and then step by step we will ramp up operations. So please stick with us, and we're going to make this work together. Thank you very much for your help and cooperation. Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Sommersemester hat begonnen unter, wie bereits mehrfach besprochen, ungewohnten Umständen. Aber mir ist es ein großes Anliegen, Ihnen heute zunächst einmal zu danken für Ihre Mitwirkung, für Ihr Miteinander, mit dem wir es geschafft haben, gut in dieses ungewöhnliche Sommersemester hineinzustarten. Der weit überwiegende Anteil unserer Lehrveranstaltungen läuft. Es gibt Zuspruch, es gibt auch konstruktive Kritik, um die wir uns umgehend kümmern. Aber ich denke, wir sind unter den gegebenen Umständen auf gutem Kurs. Nächste Woche wird der Präsenznotbetrieb aufgehoben und durch einen eingeschränkten Betrieb ersetzt. Schritt für Schritt wird sich auch unsere Verwaltung wieder in Präsenz zeigen. Aber lassen Sie uns vorerst beim Telefon und bei E-Mail bleiben, sofern es geht, um die Infektionsgefahr weiter gering zu halten. Wir werden aber auch am Montag damit anfangen, die Bibliotheken zu öffnen. Wir werden in Golm beginnen unter den angemessenen Sicherheitsvorkehrungen. Aber die Dienstleistungen werden Schritt für Schritt hochgefahren, wie wir das ja auch in unseren E-Mail-Nachrichten bekannt gegeben haben. Von daher für heute zunächst einmal vielen Dank fürs Mitziehen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich weiß, viele von Ihnen erbringen Opfer unter diesen Umständen und wir wissen das im Präsidium sehr zu schätzen.